Liebe Leica-Freunde, heute soll es nochmal um das Hector Rapid gehen, aber wir müssen weiterkommen. Deshalb möchte ich heute vier Varianten zusammenfassen und um die Spannung hochzuhalten, habe ich jetzt vier Objektive ausgewählt, die ich nicht für am interessantesten halte. Sie haben eine Gemeinsamkeit, dass sie nämlich in Chrom hergestellt sind und eine Brennweite von 2,7 cm haben. Außerdem handelt es sich um die Objektive, die mengenmäßig bei weitem am häufigsten auftreten. Ich beginne mit diesem Exemplar. Es hat eine Seriennummer im tiefen 417.000er Bereich und einen auffallend dünnen Blendenring. Das nächste Objektiv ist von der Seriennummer im hohen 417.000er Bereich, hat einen breiten und abgeschrägten Blendenring. Ich komme zu diesem Exemplar aus dem 550.000er Bereich. Dieses Objektiv hat überhaupt keinen richtigen Blendenring, sondern so zwei Nasen, an denen die Blende verstellt wird. Diese drei Kandidaten haben eine weitere Gemeinsamkeit. Sie sind alle in Feed kalibriert. Jetzt habe ich hier noch ein Exemplar aus dem 530.000er Bereich, also nicht 550, 530. Dieses Objektiv entspricht aber ansonsten dem aus dem 550.000er Bereich. Das heißt, es hat auch keinen Blendenring, sondern diese Ohren, ist aber im Gegensatz dazu in Meter kalibriert. So, liebe Leica-Freunde, ich bin am Ende, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal.